Willkommen, ihr Lieben, zu einer weiteren Folge Let's Play Clash of Clans mit mir, dem Thorsten. Ja, nur ein ganz, ganz kleines Video hier auf Montag heute. Ich wollte mich einfach doch mal hinsetzen und euch wenigstens kurz informieren, mit welchen Höhen und Tiefen wir hier zu kämpfen haben. Im Clan Herausforderer, im Clan Free-to-Play werden wir die Liga wieder ganz easy peasy halten. Aber hier geht es wirklich, ja, ich will nicht sagen um die Wurst, sondern es geht hier um den Aufstieg, Leute. Hätte ich echt nicht gedacht, aber wir haben super, super agiert. Vor allen Dingen in den ersten Clankriegen. Oben macht unten, unten macht oben und andersrum. Ihr wisst schon, was ich meine. Und aber trotzdem gab es dann so die ein oder andere Überraschung auch, was meinen Angriff angeht. Ich meine, der hier hatte keine Clanburg. Ja, der letzte hatte keine Clanburg. Alle anderen hatten welche, aber ich habe den trotzdem gemacht. Und trotzdem mache ich hier so einen kleinen Anfängerfehler, indem ich die Karre hier schicke, also den Flamefinger, und der fährt erstmal Richtung, ich lasse mich mal abschießen vom X-Bogen. So ein Mist. Oh Mann. Also schlimmer konnte es nicht sein im ersten Clankrieg hier gegen einen 14er. Denn da habe ich schon gedacht, ach du Schade. Schade, Thorsten. Wäre fast was geworden, aber egal. Queen hier mit reingezockt. Und dann soll es hier abgehen. Nicht in der Mitte, sondern Richtung Rathaus. Der Flamefinger ist ja nun down. Aber da wird auch nichts erstmal repariert. Der X-Bogen geht glücklicherweise noch down. Und ich habe meine Queen dann erstmal ein bisschen laufen lassen. Bevor ich den Hybrid gestartet habe. Also Hybrid ist nach wie vor, Leute, meine favorisierte Armee hier im Bereich Rathaus 15, also mit der ich relativ sicher 2 Sterne hole. Notfalls nehme ich eine Safe Blimp. Ansonsten ist das hier, glaube ich, ja, wie soll man sagen, ich will nicht sagen ganz gut gelaufen, aber Glück gehabt hier, dass die Queen auch aus dem Single Inferno rausgeht und weiter ihren Weg geht. Da hätte man natürlich auch mal einen Headhunter nehmen können, hier bei der gegnerischen Queen, aber nein. Ich hatte nämlich noch einen, den ziehe ich jetzt aber oben rein und da muss der Hybrid hier halt alles reißen. Ist noch ziemlich viel Base über, aber man sieht auch den Hybrid im Moment gar nicht. Das heißt, man sieht ja eher die Miner sehr, sehr schlecht. Man muss schon sehr, sehr nah reingehen und mit dem echt spätzündenden World Champion gelingen mir hier aber trotzdem 3 Sterne. Ich mache mal ein bisschen fixer. Also auch hier gibt es immer so ein paar Höhen und ein paar Tiefen. Tiefen sind dann natürlich, wenn jemand nicht angreift, natürlich sehr ärgerlich, vor allen Dingen, wenn wir knapp in Führung sind oder in Führung sein könnten und uns fehlt dann was, oder aber wir haben halt Luck, wie hier im ersten Clankrieg, dass wir hier zwar nur ein Unentschieden geholt haben, aber wir haben eine Prozente gewonnen. Und zwar deutlich. Naja, so deutlich war es nicht, aber egal. Gewonnen ist gewonnen, Leute. Und so ging es auch im zweiten Clankrieg weiter. Auch obwohl den haben wir, glaube ich, dominiert. Ja, aber recht gut dominiert. Und denn dort haben wir schon gegen einen Clan gespielt, der ein bisschen weiter unten anzusiedeln ist. Aber Billy gegen die Nummer 3 hier, 15 auf 15. Ich guck mal, mit was für einer Armee hat das gemacht. Mit dem Smash. Also mit ein paar... jetzt gucke ich mal, was er eigentlich dabei hat. Obwohl, so viel hat er gar nicht dabei. Ah, er hat die Superbogenschützen dabei, okay. Die Superbogenschützen dabei, überhaupt kein Tank. Also tanken müssen hier die Yetis, okay. Werden sie aber, glaube ich, schaffen. Ein Elektro-Titan mit am Start. Und schön lange gewartet hier, dass das Kellershot erstmal down geht. Ja. Warden überlebt das auch hier. Dann werde ich ja schon immer ein bisschen nervös, wenn Scattershot auf meinen Warden schießt. Eule ist hin. Das deutet darauf hin, dass auch hier weiter schön die Pets gelevelt werden. Bei mir ja auch. Und dann geht es hier jetzt mit dem Smash weiter rein in die Base. Ihr hört das, glaube ich. Naja, ihr hört das. Okay. Ja, ich bin immer noch ein bisschen leicht angeschlagen von der letzten Feier. Also nach der letzten Feier am Donnerstag habe ich seit Freitag etwas Stimmverlust. Aber die kommt im Laufe des Tages immer wieder.
Und ist halt nur so, wenn ich morgens aufstehe, dann habe ich erstmal überhaupt keine Stimme zur Zeit. Aber ich habe keine körperlichen Gebrechen oder sowas. Ist halt nur ziemlich nervig, muss ich sagen. Und ich bin aber auch jetzt nicht so ein Medikamentenfutterer, der sich halt jetzt eine Pille nach dem nächsten reinballert, sondern ich versuche das Ganze natürlich mit Naturheilmitteln irgendwo aufzuhalten. Und es ist mir zumindest gelungen. Wir haben ein bisschen live gestreamt. Ich habe ja letzten Mittwoch und Freitag nicht live gestreamt. Das haben wir dann am Samstag, Sonntag nachgeholt. Und fand ich auch in Ordnung. Bleiben wir wenigstens ein bisschen am Ball. Und ihr wisst, dass es mir noch einigermaßen gut geht. Und wir ganz fröhlich hier Liga spielen in beiden Clans. Haben wir ja schon ein bisschen was gesehen. Ich will euch auch gar nicht so ultra viel zeigen hier aus dem Clankrieg, denn wir machen heute Abend ja weiter. Aber ich bringe das Video erst am Dienstag. Ginge natürlich auch. Dann lasse ich doch noch ein bisschen laufen hier. Und dann mache ich gleich nur ein ganz, ganz kurzes Video, oder? Würde ich mal so sagen. Ne? Ist ja auch gar nicht mal so schlecht. Okay, ziemlich dominant gewonnen hier. Und auch hier ging die Strategie, glaube ich. Ah ne, hier konnten wir so ein bisschen rauf und runter gehen, beziehungsweise unser Gegenüber machen. Denn bei den Clans, bei denen wir vom Rathaus her recht matchig waren, haben wir das so gemacht. Wo wir nicht so matchig waren, da sind wir halt tatsächlich von unten nach oben gegangen. Das heißt also, die Unteren haben hier mal so einen Oberen gemacht, hier wie der Beckensprung. Ja, ist natürlich eine gute Taktik, um eine Liga, glaube ich, ganz gut zu spielen, um oben vor allen Dingen auch mitzuspielen. Wenn deine Mitspieler hier genau wissen, was sie tun und wo sie ihre Prozente rauskitzeln. Denn auch hier, glaube ich, gegen Tirga war es der prozentuale Sieg. Ich gucke gleich nochmal. Und nicht der Sterne-Sieg, ich bin mir nicht ganz sicher. Aber ist ja egal, Sieg ist Sieg. Und mit einer mit ein paar Unsichtbarkeitszaubern hier und einer, was war das? Ah ne, das war der. War das der Flamefinger gerade? Na, müssen wir am Ende gucken. Ah halt, der Flamefinger ist hier unten. Okay, er hat sich das Rathaus einfach so gesnackt, weil da keine Ressourcengebäude mehr waren. Okay, also ein Mauerbrecher rein und dann mit den Goblins hier das Rathaus weggesnaggelt. Sehr schön. So kann man es machen, Leute. Also nachmachen erwünscht in jedem Fall. Und jetzt geht es halt darum, hier Prozente zu scheffeln. Das Ganze kann man gut machen, tatsächlich mit dem Lalo, weil du dort viele, viele defensive Gebäude noch mitnehmen kannst. Oh Leute, ich bin immer noch echt ziemlich erkältet. Es hat irgendwie immer noch keine Ahnung warum. Ist halt so. Ich mache einfach weiter. Okay, und so kannst du ein paar Prozente noch scheffeln, auch im Backend hier mit den Minions noch ein bisschen abzwackeln. Unsichtbarkeitszauber da, sind die natürlich alle um den Inferno geflogen. Schade auch. Er hat wahrscheinlich gedacht, dass der Inferno die Ballons natürlich nicht nimmt, klar. hat er auch nicht. Und so holt er hier 1% nach dem nächsten und wir konnten auch hier in dem Clankrieg so ein bisschen weiter runtergehen. Also die 15er konnten dann wieder 14er machen und so weiter. Ihr kennt das Spielchen jetzt mittlerweile. Und das finde ich eigentlich eine gute Sache. Ich hätte nicht gedacht, dass wir das hier in dem Clan hinbekommen. Denn im Moment sind ja ein paar Leute dabei, die spielen das erste Mal auch Liga hier bei uns mit. Also die gehören jetzt schon zum Stamm mit. Die sind vor 3 Wochen gekommen, spielen erstmal Liga mit. Und Das finde ich schon sehr, sehr cool, dass wir das so hinbekommen haben, dass es hier mal so kleinere Absprachen gab. Aber jetzt lass mal gucken gegen den Clan. 34-34, aber hier sind es halt doch jetzt mal etwas deutlich mehr Prozente gewesen. Und hier haben wir alle Angriffe gemacht. Ich glaube, einen Tag später ist uns das nicht gelungen. Da haben wir einen Angriff, glaube ich, versäumt. Ja, 14-15, trotzdem gewonnen. Ja, trotzdem stark gewonnen. Ich will Billy nicht nochmal zeigen. Nehmen wir mal Atreus hier. Und hier haben sie halt die Sterne gerissen. Also auch sehr gut. Das war immer noch auf Augenhöhe. Und wir waren, glaube ich, zu dem Zeitpunkt auch noch nicht Erster. Bin mir nicht ganz sicher. Die oberen drei haben da immer gewechselt zwischen
den Tirgar-Clan, glaube ich, zwischen den Ägyptern und zwischen uns, je nachdem, wer da gerade ein bisschen angegriffen hat. Ich lasse euch das mal eben undokumentiert stehen hier. Denn der Atreus, sie hat immer eine ziemlich coole Angriffsstrategie hier, ein bisschen funneln, dann mit Drachenreiter, waren das Drachenreiter? Ja, Drachenreiter und dann mit einer Blimp hier rein. Das ist auch dann auch noch eine Unsichtbarkeitsblimp. Ich nenne das einfach mal so. Ich weiß, das hat ja so einen ganz besonderen Namen. Aber das ist natürlich eine coole Sache. Also Rathaus braucht sich keiner mehr Gedanken rummachen. Und er hat immer noch die Unsichtbarkeitszauber dabei. Die Bogenschützen hier nehmen immer noch ein bisschen was raus und haben jetzt vor allen Dingen kein Feuer. Er kann sie einfach mal mit nutzen, um dort noch ein bisschen auf den Scatter hier zu hauen. Der geht er noch down. Ach, schade. Sehr, sehr knapp. Aber es wären ja in jedem Fall 3 Sterne. Und es ist eine starke Angriffsstrategie. Da traue ich mich noch nicht ran. muss ich sagen. An neue Strategien schon, aber an so eine, gerade mit der Blimp, ist immer graus. Und die dann auch noch so gespielt. Ja, also nicht zu Anfang, sondern einfach mitten rein in den Angriff hier oder in den laufenden Angriff hier. Und das ist schon eine ziemlich coole Sache. Frosty ist ja noch mit am Start beim King. Sehr schön. Und der ist auch schon auf 10. Er hat ja auch ziemlich heftig schon gelevelt, muss ich sagen. Am Ende war es dann doch ein bisschen knapper. Allerdings 2 volle Helden. Also auch der Warden hier richtig stark. Der Warden gefällt mir in dieser Saison übrigens sehr, sehr gut. Denn der reißt unheimlich viel. Ich hätte fast gesagt, egal mit was für einem Pet, der Warden ist im Moment hier, glaube ich, einer der besten Helden, die das Spiel zu bieten hat, neben den King natürlich, aber der King immer nur mit Golem-Skin, Leute. Dort hat er nämlich doppelte Trefferpunkte. Glauben wir immer, ne? Stimmt aber gar nicht. Okay, das war sehr, sehr deutlich. Den 5. hätte ich nie gedacht, dass wir den gewinnen, denn wir waren die ganze Zeit wir haben die ganze Zeit hinten gelegen und haben uns ein Patzer nach dem nächsten erlaubt. Denn nachdem wir hier zwar nett gedreiert haben, haben wir aber auch ein paar Einsterner hingelegt und da habe ich eigentlich schon gedacht, ach herrjene, ein Einsterner hier und ein Einsterner da, das packen wir nicht mehr gegen Puto El Querli, denn die haben auch stark begonnen, haben aber einen Angriff nicht gemacht. Ihr seht, auf Mortus blieb leer und so haben wir hier am Ende denn doch ganz gut gewonnen. Aber okay, das ist eine kleine Rascherbande hier, aber nur von den Mauern her. Ihr müsst immer, man darf das nicht nur an den Mauern orientieren oder sich nur an den Mauern orientieren, aber bis auf den Adler, den Monolithen und vielleicht noch den Infernos, der ein oder andere X-Bogen, ist hier die Pointe vor allen Dingen, was die Bogenschützentürme angeht und auch die Kanonen, nicht alles so richtig ausgebaut. Es geht so. Ja, ist so ein bisschen mixig, hätte ich mal fast gesagt. Aber man lässt sich auch mal gerne täuschen, wenn man so eine Base sieht und denkt so, ah, low Mauern, schwache Base, bringt, ist nichts. Dann lässt man sich schon schnell täuschen. Und das ist natürlich ein bisschen dusselig, dass man da vielleicht einen Angriff verhaut und hat dann nur irgendwo die Mauern gesehen. Also lasst euch nicht davon irritieren, wenn in so ein Dorf hier laue Mauern hat. Ich meine, klar kommt man natürlich ein bisschen einfacher durch mit seinen Truppen, wenn die noch durch eine Mauer müssen, egal welche. Vor allen Dingen natürlich die Elektro-Titans, die hat er hier nicht mit dabei, sondern er hat ausschließlich genommen die Hexen, glaube ich, mit Bola und 1, 2, 3 Eisgolems davor oder dahinter. Je nachdem, wie man sieht. Und hier außen, King räumt hier schön mit ab. Ist aber auch wirklich am Deck. Hier, okay. Kann auch nicht mehr viel ab, aber Jack ist auch noch am Leben. Und die Helden reißen es einfach hier unten. Der Royal Champion war schon gezündet, hat aber noch richtig was auf sich genommen hier im letzten Compartment. Was auch nochmal sehr, sehr hart war. Allerdings hat der natürlich eine coole Range. Ich wollte gerade sagen, auf was reitet die denn hier? Ach, das ist die mit dem Schaufler-Skin hier. Das ist gar nicht, dass die so komisch hüppelt.
Die hüppelt irgendwie so daher, als wenn sie ein Bein verletzt hätte. Okay. Ein Bein verletzt hätte, aber schöner Angriff hier. Und ich glaube, irgendjemand hat den Angriff, diesen Angriff hier als den schönsten Angriff gekürt. Denn das war der letzte Angriff hier. Ich hatte auch schon Sorge, dass Herr Skull mal wieder nicht angreift. Denn er hat in dieser Saison leider einen Angriff liegen lassen. Komfort. Ist bei mir diesmal noch nicht vorgekommen. Ich habe alle meine Angriffe gemacht. Und ich will nicht sagen zeitnah, aber ich habe sie gemacht. Und ein Massengespamme hier mit Eisgolems, den echt vielen Hexen. Echt viele Hexen. 18 Stück sind das, glaube ich. Und dem Kampfholzwerfer hier geht es rein Richtung Mitte. Und was ich besonders gut finde hier, da haben wir zwar einen starken Monolithen, ja, aber hier werden gleich nur noch zwei Hexen sein und dann ist dieser starke Monolith nicht mehr der starke Monolith. Das machen dann ganz, ganz easy peasy hier eben mal ein paar Skelette, die lenken den immer schön ab und der macht immer nur schön sein kleines Feuerchen auf die Skelette drauf, beziehungsweise ja schon ein bisschen auf die Hexen. Aber auch die haben nicht so viel Trefferpunkte, dass der punkten kann und dann geht er hier raus. Und der Rest hier ist eigentlich ein gefundenes Fressen für so eine Armee. Die gehen einfach rechts und links rum. Ja. Denn in der Mitte ist fast nichts mehr. Außer natürlich ein X-Bogen, der dann noch heftig, heftig ballert. Und am Ende kann ich euch sagen, wird es auch nochmal richtig, richtig knapp. Aber ich glaube, also einige haben mir gesagt, schönster Angriff des Spieltages und ja, stimme ich einfach mal mit ein und stimme mit zu. Und dementsprechend würde ich sagen, machen wir ja einfach weiter. Ich war ja dann, ich bringe das Video jetzt erst am Dienstag her. Dann habt ihr eine schöne lange Folge am Dienstag, wenn wir am Montag dann gestreamt haben, also für euch dann gestern. Und dann haben wir in jedem Fall noch ein bisschen Liga. Also ich mache gleich noch ein bisschen Werbung über den, nicht über Shorts, sondern über, obwohl, ich könnte auch mal wieder ein Shorts-Video machen, ne? Ja, ich glaube, ich mache auch wieder ein Shorts-Video. Tolle Idee. Heute kein Video. Könnte ich dann öfter mal so ein paar Short-Videos machen, aber wie gesagt, hier wurde es am Ende nochmal richtig, richtig ernst. Und eng vor allen Dingen, aber wir haben ja nur noch punktuellen Schaden hier durch den Tesla und durch den X-Bogen. Die kommen einfach mit der Masse der Skelette nicht mehr klar. Und so sind das hier drei schöne Sterne von Skull gewesen. Nummer 4 auf Nummer 2. Okay, wir gehen mal rein ins Gesamtklassement hier, bevor der letzte Tag losgeht. Und der letzte Tag ist für uns dann auch sehr, sehr einfach. Ja, der ist für uns sehr, sehr einfach, weil wir nur noch gegen den letzten spielen müssen. Und wenn wir jetzt mal aufs Klassement gucken, ich habe den Spieltag jetzt mal rausgelassen hier, weil hier sind wirklich so ein paar Knallerbases bei, Leute. Kann man nicht anders sagen. Ich weiß nicht, der Gegner will ganz klar absteigen, ja. Ich zeige euch nur mal die Base. Und der 14er hatte die gleiche Base und wurde von unserem 13er hier, 14er gedreiert. Also auch der, ja, ist natürlich ein gefundenes Fressen, keine Frage. Und das zeugt einfach nur davon, dass es auch Clans gibt, die wollen einfach absteigen, weil sie sich nicht in der Meisterliga sehen. Wir sehen uns aber ganz, ganz gut, kann ich euch sagen, denn auch wenn wir jetzt Erster sind und der Clan Egyptian Team uns ganz, ganz hart auf den Fersen ist, Leute, wir haben aber noch 9 Angriffe. Und die sind schon durch, Leute. Ja, die haben nämlich ihre 36 Punkte schon geholt oder Sterne mit 15 Angriffen. Das heißt, obwohl die jetzt schon noch ein Stern unter uns sind, haben wir ja noch die Möglichkeit, ich gehe einfach mal von 18 mal 2 Sternen aus. Da wird sicherlich noch der ein oder andere Dreier fallen. Dann sind wir in jedem Fall auch wieder ein bisschen weiter weg.
Und wenn wir das so durchziehen, letzter Spieltag ist gegen unsere deutschen Kollegen vom Clan Dark Clash. Ich wünsche denen auch schon mal good luck. Vielleicht verlieren wir sogar gegen die, weil so schlecht scheinen die gar nicht zu sein. Die haben nämlich auch schon gewonnen. Aber sie waren lange hier Vorletzter und Letzter. Sie haben sie jetzt aber auch wieder ein bisschen eingekriegt. Und dann könnte es vielleicht doch noch mal ein bisschen enger werden oben. Je nachdem, wenn das Egyptian Team nachzieht und auch Tiergar, könnten wir doch mit vielleicht einer Niederlage nicht aufsteigen. Wie das dann so geworden ist, das werden wir dann erfahren. Aber es wäre natürlich cool, wenn wir aufsteigen würden. Also wirklich starke Liga mit vielen Höhen und Tiefen. Aber einer sehr schönen Woche. Beim Clan Free to Play haben wir auch eine schöne Woche gespielt. Nur haben wir dort nur wieder Hit upen müssen und das ist eine anstrengende Woche, aber auch die geht letztendlich rum und bei euch ist die Liga wahrscheinlich schon vorbei. Bei uns endet sie dann halt erst am Dienstagabend, beziehungsweise warte mal, Montagabend fängt das an hier, Dienstagabend. Ja, also wenn ihr die Videofolge seht, dann haben wir noch einen ganzen Abend vor uns und dann endet dieser Clankrieg hier auch erst und für uns dann auch erst die Liga. Ich hoffe, die Folge hat euch trotzdem ganz gut gefallen. Wenn ja, dann lasst mir einfach einen Daumen nach oben da, abonnieren nicht vergessen und am Kanal dranbleiben. Ich verbleibe, danke für die Aufmerksamkeit, euer Toto. Clasht.